Move Electric wird euch präsentiert von Fairfinanzpartner OHG Stefan Harmsen, eurem Versicherungspartner für E-Mobilität. Ja, moin, hier ist Jens vom Kanal Move Electric. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, ihr kennt ja vielleicht das Problem. Ihr arbeitet in einer mittelständischen Firma, vielleicht 10, 20 Leute. Ihr seid eventuell sogar im Außendienst unterwegs. Beim Arbeitgeber gibt es keine Lademöglichkeit. Bei euch zu Hause habt ihr auch keine Chance zu laden, weil ihr in einer Mietwohnung wohnt. Ja, da wird es schwierig mit der Elektromobilität. Aber dass das nicht immer so sein muss, diese Geschichte möchte ich euch heute mal erzählen, denn ich bin jetzt bei einem Unternehmen, wo genau das gerade passiert, nämlich die Leute steigen um auf Elektromobilität, auch der Arbeitgeber schreibt sich das auf die Fahnen. Das wird eine sehr interessante Geschichte, deswegen bleibt dran. Diese Sendung wird euch präsentiert von Store and Charge, euren Experten für Ladezubehör. Ja, Leute, ich bin jetzt hier in der Agentur von Stefan Harmsen. Du bist ja Versicherungsagent in Anführungsstrichen. Du hast eine Versicherungsagentur, ihr macht Immobilienfinanzierung und Autoversicherung, unter anderem auch für Elektroautos, kommen wir gleich noch zu. Und das ist im Prinzip das Unternehmen, was mit 15 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern so langsam Richtung E-Mobilität geht, obwohl alle deine Leute oder viele deiner Leute im Außendienst tätig sind, auch zu Zeiten der Pandemie noch. Und ihr keine Lademöglichkeit hier am Standort habt und die Mitarbeiter teilweise zu Hause auch keine Lademöglichkeit haben. Trotzdem stellt ihr nach und nach auf E-Mobilität um. Das ist ziemlich spannend, wie ich finde. Wie geht das? Weil man hört ja immer wieder, ich bin ja in so einem Unternehmen, wir können nicht laden, ich habe zu Hause keine Möglichkeit, ich bin im Außendienst unterwegs, ich kann nicht elektrisch fahren. So, jetzt macht ihr das aber. Aber erstmal die Frage, Stefan, wie bist du überhaupt jetzt hier als Versicherungsagent, die sonst immer mit dicken Autos unterwegs sind? SUV auf der Autobahn, Blinker links, 200, so kennt man euch. Wie bist du jetzt auf die Elektromobilität gekommen? Das ist doch so der klassische 130-Fahrer. Habe ich gehört, das stimmt. Nein, aber Spaß beiseite, es stimmt tatsächlich, dass im Vertrieb viel große Autos gefahren werden. Das ist, glaube ich, historisch bedingt. Man hat immer Wieso noch, historisch? Ja, historisch, glaube ich, tatsächlich. Schon die Pferdekutschen waren schon mit 6 Spennern oder was? Aber ich will mal eine Anekdote gerne sagen. Da war ich kurz nach meiner Ausbildung und ich hatte über die AXA damals einen Angestelltenvertrag und sollte einen Firmenwagen kriegen. Ja. So, alles war total tutti, aber der Firmenwagen war noch nicht da. Ich hatte kein Privatauto mehr, schon verkauft, also hat man mir einen Mietwagen zur Verfügung gestellt für die ersten Wochen. Das war eine sogenannte Reisschüssel, zumindest aus Sicht von Kunden. Es war natürlich 1998, also schon wieder ein paar Jährchen her, aber da bin ich mit diesem Wagen bei Kunden vorgefahren, habe die besucht und dann haben die mir wirklich ernsthaft die Frage gestellt, sie wollen in Deutschland Versicherung verkaufen und fahren mit einem japanischen Auto, das kann ich ihr ernst sein. Ach so, das heißt, du musst das entsprechende Auto fahren, damit die Leute bei dir Versicherung kaufen. Genau, da hatte ich aber nie wirklich richtig Lust drauf, also das sage ich auch ganz ehrlich und ich hatte tatsächlich auch bisher nur deutsche Autos, das ist schon so, aber das hatte nicht diesen Hintergrund. Ja, weil ich fand das so unmöglich, mich auf mein Auto zu reduzieren. Ganz ehrlich, das kann es ja wohl nicht sein. Nichtsdestotrotz ist es, und das zeigt es dann ja, man möchte sich vielleicht wenig Baustellen mit dem Auto machen. Also man will nicht schon gleich die erste Baustelle haben, wenn man im Auto beim Kunden vorfährt. Deswegen ist ein zu dickes Auto vielleicht auch eine Baustelle, aber eben auch ein komplett verrosteter Kleinwagen sicherlich ein gleiches Problem. Ne? Okay, und jetzt in Zukunft fahrt ihr alle mit Elektromobilen bei euren Kunden vor, möglicherweise. Da ist ja die Frage, was macht das für einen Eindruck? Aber da kommen wir gleich noch zu. Stichwort Philosophie und Werte von so einem Unternehmen wie euers. Aber wie bist du jetzt drauf gekommen, dass Elektromobilität für dich ein Thema ist? Das ist auch schon ein bisschen her, oder? Wie die Jungfrau zum Kind tatsächlich. Ich habe irgendwann hier im Büro gesessen, einen Anruf bekommen von Dennis Wittus, den sicherlich die meisten von deinen Followern auch kennen. Und Dennis, Grüße an dieser Stelle. Moin Dennis, falls du uns zusiehst, wovon ich ausgehe. Auch von meiner Seite. Dennis hat mich angerufen und gesagt, Mensch Stefan, ich habe hier ein kleines Problem. Ich wusste noch gar nichts von seiner Sendung zu dem Zeitpunkt. Ich habe mir ein Model 3 von Tesla bestellt und ich finde keine Versicherung. Kannst du mir irgendwie helfen? Da hast du erstmal gedacht, was ist das für ein Idiot? Warum kauft er sich so einen Elektroschrott? Nee, so war es nicht. Ist ja ein Freund und bei Freunden, da denkt man so böse ja gar nicht, sondern ich habe gedacht, okay, ich gucke mal, ob ich das Problem lösen kann. Und dann habe ich das tatsächlich gelöst und rausgefunden, wie wir dieses Fahrzeug, was noch nicht eintarifiert war, versichert bekommen. Und dann sagte Dennis, ja, weißt du was, willst du nicht zu mir in die Sendung kommen und einfach mal darüber berichten?
Und dann wurdest du ein Filmstar und brauchst keine Versicherung mehr verkaufen. Nein, so war es nicht. Leider nicht. Aber tatsächlich hat dich das ja so ein bisschen scheinbar irgendwie für die Elektromobilität begeistert. Du selber fährst ja noch kein Elektroauto. Liegt aber daran, dass du jetzt gar nicht in Deutschland wohnst, sondern in Costa Rica. Ihr kennt ja vielleicht das Video, was wir zusammen gemacht haben über das Thema Autoversicherung. Da sprechen wir quasi über das Internet. Stefan ist in Costa Rica, ich in Bremen. Ich habe das dann zusammengeschnitten. Das heißt, wenn du aber jetzt bald zurück nach Deutschland kommst, das ist ja Ende des Jahres. Richtig, Ende des Jahres. Was hast du dann vor? Genau, mein Leasing von Wagen, den ich jetzt habe, von dem Benziner, das läuft aus, genau im November. Mhm. Und zum 1.12. ist der Plan, dass dann ein neuer Tesla vor meiner Tür steht. Also bist du auch so ein Tesla-Fanboy? Das will ich gar nicht sagen, aber ich fand das cool, wie Tesla mit der Sache umgegangen ist, wie die in den Markt gestartet sind und wie eigentlich alle gezweifelt haben, dass das was wird. Aber es ist ja kein deutsches Auto, das heißt, seine Versicherungskunden genau. Sind dann wieder skeptisch. Das erste Mal, und ich glaube aber, dass das klappen wird, weil mittlerweile stehe ich vielleicht auch ein bisschen über diesen Dingen, was das angeht, und ich finde einfach, dass jemand, der den Markt so verändert, auch irgendwie gerne daran verdienen darf. Also ich habe da gar kein schlechtes Gewissen. Abgesehen davon gibt es jetzt ein Werk in Deutschland, wo auch viele Menschen hier entsprechende Arbeit gefunden haben in der Branche. Und von daher finde ich das gut. Ja, super. Dann kommen wir doch mal zu den Werten. Das heißt, deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die fahren mit ihren wahrscheinlich Benzinern oder Dieseln zu Kunden im Außendienst. So im Umkreis von 150, 200 Kilometern, nehme ich mal an, ist das so euer Einzugsgebiet, oder? Ja, tatsächlich sind es eigentlich vorwiegend 50 Kilometer um Bremen, also relativ überschaubarer Bereich. Ja. Aber wenn man das mal zusammenrechnet, kommen da Laufleistungen von allein für die Kundentermine von 20.000, 25.000 Kilometern im Jahr zusammen. Mhm. Und das trotz der vielen Kurzstrecken. Also es ist schon ein ordentliches Autofahren. Okay. Ja, und ihr habt euch jetzt hier im Unternehmen auch irgendwann mal gedacht, was wollen wir eigentlich für Werte vermitteln? Das heißt, wie wollen wir unseren Kunden gegenüber auftreten? Was ist mit dem Thema Nachhaltigkeit, soziales Engagement und so weiter und so fort? Und da habt ihr euch auch dann das Thema Elektromobilität mit auf die Liste geschrieben. Ja, das ist jetzt ein bisschen übertrieben, so war es nicht ganz. Schade. Dann brechen wir hier an dieser Stelle ab. Sorry, ja, muss ich jetzt leider sagen. Nein, wir haben tatsächlich über die Werte unseres Unternehmens gesprochen, da waren gar nicht konkret, wollen wir Smartphones von dem einen Unternehmen oder dem anderen haben oder wollen wir E-Autos oder Benziner fahren, das war nicht Sinn und Zweck, sondern Sinn und Zweck war erstmal darüber nachzudenken, was wollen wir eigentlich vermitteln. Intern, aber natürlich auch extern. Und diese Vorurteile, die wir vorhin schon hatten mit den großen Autos, genau das ist eigentlich das, was wir ändern wollen. Wir sind schon immer ein bisschen andere Agentur. Seit Ewigkeiten trägt hier keiner mehr eine Krawatte. Was in der Branche, glaube ich, erst seit anderthalb Jahren irgendwie nicht mehr beliebt ist, aber viel länger noch nicht. Und so haben wir uns dann eben überlegt, was können wir da tun? Und jetzt über die Geschichte mit Dennis kamen wir dann eben da, oder ich dazu, dass ich gesagt habe, wir müssen nochmal schauen, was passiert jetzt beim Fahrzeugwechsel unserer Mitarbeiter? Wie können wir da möglichst in die Richtung gehen, dass wir auch da wieder Vorreiter sind und was vorleben, wo ich als Firmeninhaber dran glaube, dass es der richtige Weg ist. Okay. Und die ersten Mitarbeiter von euch, die haben jetzt schon gewechselt beziehungsweise sind gerade dabei? Und wir haben jetzt hier den ersten, deinen Kollegen Thomas, der hat jetzt ein ID.4 bekommen, wie vor ein paar Wochen, mit dem sprechen wir gleich. Und sind denn jetzt andere Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter von dir auch schon in der Liste an der Reihe bald oder wie ist da so die Entwicklung? Also tatsächlich hat ja noch ein zweiter ein Hybridfahrzeug bekommen, seit Anfang Oktober ist der dabei. Mhm. Hatte sich gewünscht, dass er in diese Richtung gehen kann und wir wollen da natürlich auch nicht eine hundertprozentige Vorschrift gleich allen machen, aber wir sind da auf dem Weg, dass dann der nächste, der wird Ende des Jahres vermutlich auch genauso wie ich ein neues Fahrzeug brauchen, werden wir dann schauen, welches Modell da für ihn in Frage kommt. Wichtig ist natürlich auch immer, dass man ein bisschen die privaten Aspekte, Familie, Kinder, Wohnwagen, etc. mit einbezieht bei der Autobeschaffung. Aber unser Plan ist natürlich ganz klar, dass wir hier umstellen und auch das Thema Ladeinfrastruktur irgendwann schaffen. Wahrscheinlich nicht hier am Standort, wahrscheinlich werden wir nach einem anderen Standort schauen, weil hier ist es mit der Ladeinfrastruktur von unserer Seite faktisch nicht möglich. Okay, dann würde ich sagen, sprechen wir gleich mit deinem Mitarbeiter Thomas, was er von seinem neuen Auto hält. Dazu gehen wir aber nach draußen, denn er lädt hier gerade vor der Tür. Ihr habt keine Ladeinfrastruktur im Haus, aber ihr habt eine öffentliche Ladesäule vor dem Haus. Das ist natürlich ideal und das gucken wir uns gleich mal an. Ja,
Ja, Thomas, das ist also das gute Stück. Dein ID4, das ist der mit welchem Akku? 77 Kilowattstunden. 77, alles klar. Und deine reale Reichweite, weißt du jetzt schon ungefähr, wie weit du damit kommst, so im Durchschnitt? Wirklich kontrolliert, auf einen Kilometer habe ich das noch nicht, also aber ich denke grob 320, 350, aber auch je nach Temperatur, wobei dieser auch eine Wärmepumpe drin hat. Ja, alles klar. Und du hast ja hier vorne vor der Agentur im Prinzip eine Ladesäule, das ist ja echt wahnsinniges Glück. Das war aber auch für uns oder für mich Voraussetzung, dass ich mir einen reinen Stromer hole. Also das heißt, du kannst beim Arbeitgeber laden und das ist auch so ein Thema, nämlich wenn ihr nämlich zu Hause keine Lademöglichkeit habt, dann ist immer die Frage, ja, dann kann ich mir ja nie ein Elektroauto kaufen. Wie soll ich das denn aufladen? Es gibt natürlich öffentliche Ladeinfrastruktur. Umso besser, wenn sie direkt vor eurem Arbeitsplatz steht. Aber du brauchst gar nicht so oft laden die Woche. Wie oft lädst du hier die Woche ungefähr? Ich lade ein-, zweimal die Woche. Ich sehe aber auch wirklich zu, dass ich den Akkustand immer so voll habe, wie es irgendwie möglich ist. Okay, das heißt, du kannst mit deinen ein-, zweimal Laden die Woche hier deine ganzen Fahrten machen für den Außendienst, geschäftlich, aber auch privat am Wochenende und so. Funktioniert großartig, wobei ehrlich gesagt, ich fahre den Wagen jetzt seit 6 Wochen. Mhm. So viel kann ich noch gar nicht sagen. Ja, die erste 1000-Kilometer-Tour wird dann interessant, wenn du damit mal in Urlaub fährst. Danke schön. Das ist ja immer so das, wo alle Leute sagen, um Gottes Willen, was machst du denn, wenn du mal eben spontan 1000 Kilometer mit deinem Elektroauto fahren willst und da musst du ja dreimal laden. Okay, du bist jetzt also seit knapp 2,5 Monaten elektrisch unterwegs. Bis jetzt hast du es noch nicht bereut, nehme ich mal an. Nein, in keinster Weise. Fahren ist besser als vorher? Oder das Fahren ist anders als vorher. Ich weiß nicht, ich bin vorher einen Golf gefahren, normalen Benziner. Und der Wagen ist natürlich von innen schon mal deutlich größer. Das Fahren an sich empfinde ich als mega cool. Man fährt entspannter, man schwimmt im Verkehr mit. Das heißt, du hast dein Fahrverhalten geändert mit dem Elektroauto? Bist ein bisschen relaxter unterwegs? Oder gut, relaxter war ich vorher, glaube ich, auch schon. Ich bin ein relativ defensiver Fahrer. Und sonst mit dem Wagen soweit zufrieden? Das ist ja jetzt kein Tesla, wie Stefan ihn sich zulegen möchte, sondern du fährst jetzt ein deutsches Auto. Ja, ich bin, da mag jeder denken drüber, wie er möchte, aber ich bin VW-Fan, mehr oder weniger. Ich fahre also seit Anfang der 90er durchweg entweder Golf, Golf Kombi, alles was VW so gebaut hat. Mhm. Und ich finde das Auto cool, aber es sind natürlich auch ein paar Sachen, wo ich mir denke, das hätte so nicht sein müssen. Das sind vielleicht die Mittelarmlehnen, die erinnern mich mehr an Essstäbchen, wenn ich chinesisch essen gehe. Ja. Oder dieses überkandidelte Shellac-Zeugs, die Armlehnen, das also nervt ein bisschen. Ja. Klavierlack, genau. Ansonsten das Fahrwerk ist Bombe, also man fährt super mit dem Auto, von daher... Und wie ist mit der Software, Navigationssystem, Medien und so weiter? Also am Anfang habe ich natürlich die Sprachsteuerung versucht mir anzueignen, um das mal so zu sagen. Du wolltest die Fremdsprache der Sprachsteuerung lernen, heißt das auf Deutsch? Genau. Also für deinen Anwendungsfall ist das also ein ideales Auto, so ein Elektroauto würdest du sagen und könntest du dir jetzt nach 6 Wochen... vorstellen, wieder einen Verbrenner zu fahren oder sagst du schon, nee, einmal Elektroauto gefahren, jetzt will ich nie wieder zurück oder dauert das noch bei dir, meinst du? Also Stand jetzt kann ich mir nicht vorstellen, nochmal einen Benziner zu fahren oder einen Diesel. Ich bin da also vollends von überzeugt. Ich finde es großartig. Ja, in diesem Sinne, Leute, habt ihr gesehen, es geht, man kann es machen. Man muss natürlich auch bestimmte Voraussetzungen haben, die passen. Bei Thomas passt es, bei Stefans Firma passt es im Moment auch. Und wer weiß, wie es sich weiterentwickelt. Ich denke mal, in ein, zwei Jahren, wenn alle Autos auslaufen, die ganzen Leasingverträge für die Verbrenner, wird nach und nach umgestellt. Und so kann es natürlich auch vielleicht bei euch in der Firma sein. Müsst ihr euch natürlich überlegen. Das heißt, wenn ihr in so einer Firma arbeitet, sprecht euren Chef doch mal an. Oder wenn ihr selber die Firma besitzt, überlegt euch doch mal, ob das was für euch wäre. Ja, in diesem Sinne, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. War eine interessante Story, ich finde. Dann abonniert meinen Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt und gebt mir einen Daumen nach oben. Und dann sehen wir uns vielleicht beim nächsten Video. Würde mich freuen. Bis dahin. Ciao.